Frenkel frotzelt. Heute. Skalieren ferngesteuert. So Leute, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt werde ich zur Akademie von Winterfeste tappern und dann werde ich mal schauen, ob ich da endlich sowas wie einen ordentlichen Zauberspruch herkrieg. Da muss ich hin. Genau, okay. Das heißt, jetzt muss ich erstmal mir eine Kutsche organisieren. Das machen wir in Weißlauf. Ja, wer durchgängig dabei war, weiß ja, ich bin eigentlich mit meinem Ork so ein Kampfmagier, wobei, ja, Magier ist nicht so viel her momentan, weil die Zaubersprüche, die ich habe, die sind alle nicht so der Brüller. Ja, und jetzt wird es mal Zeit, dass ich da irgendwie an dieser Magierakademie mal vorbeischaue. Vielleicht kann ich da ja endlich mal irgendwie sowas kaufen, was auch ernsthaft was bewirkt. Weil es geht mir ja schon auf den Senkel, diese kleinen Pille-Palle-Sprüche, die ich da momentan drauf habe. Ja, und das zieht sich mal wieder hier mit den Ladezeiten. Ich glaube, ich wiederhole mich. Aber was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Aber ist ja bald vorbei. Zwischenzeitlich war ich noch ein bisschen Kram verkaufen. Da war der nicht mit bei. So. Lydia, dein Köcher schwebt. Du bist eine Magierin. Ha! So. Also. Soll ich euch mitnehmen? Ich bitte darum. Zu jeder Hauptstadt der... Wohin soll's gehen? Und zwar... Tada. Nach Winterfeste wollen wir bitte... wieder hinein. Dann sind wir weg. So, Lydia, auf geht's. Kannst du bitte aufhören zu singen? Sonst muss ich leider brechen. Danke. Wir sind mittlerweile Stufe 10. Seht ihr ja auch gerade rechts oben. Auf fast dem halben Weg zu Stufe 11. Und dann können wir wieder einen Talentpunkt vergeben. Jetzt habe ich mittlerweile schon einiges an Kohle gespart. Jetzt wäre fast mal zu überlegen, ob man das irgendwie, ja, irgendwie investiert. Vielleicht auch ein Haus kauft oder so. Ah, da sind wir ja schon. Töre! Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon auf dem ganz richtigen Weg. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Kind, das geht dich einen alten Scheiß an. Dass hier niemand mehr wohnt. Dich in der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren und Zauber wirken. Was wollt ihr auch? Hast du irgendwas gegen mich? Wo wollt ihr denn hin? Was ist jetzt los? Ah! Oh oh. So, jetzt könnt ihr mal meine Pimmel-Zaubersprüche gleich mal erleben. Ich kann nämlich eigentlich nur in diesem Fall jetzt Kollegen irgendwie Heldenmut geben. Lydia, wo bist du? Ah, ich treffe mich mal. Ah! Habe ich jetzt getroffen schon? Komm, Heldenmut. Lydia, bist du das eigentlich? Nee, das bist du ja gar nicht. Lydia! Hallo! Mann. Das scheint mir Lydia zu sein. Also, jetzt verteile ich ein paar Mal Heldenmut. Das ist jetzt in dem Fall ein Spruch, der wenigstens etwas bringt. So, wo bist denn du jetzt? Komm, lande doch mal irgendwie da unten, dann kann ich auch mitkämpfen. Ah, da oben erwische ich dich nicht. Ich habe nichts zum Fernkampf. Blödi. Los, komm runter. Landest du jetzt auf dem Boden?
Nein, wieder nicht. Ja, dann kann ich halt leider nur zugucken und die Leute hier quasi moralisch unterstützen. Jetzt hat sich die Illusion auch gerade noch ein bisschen verbessert. Das ist auch sehr günstig. So, die sind alle mit Heldenmut ausgestattet. Ah, ich würde ja so gern mitkämpfen. Ich würde ja so gerne mal mein Drachentöterschwert irgendwo hinrammen. Das habe ich ja erst neulich kürzlich gefunden. Komm, lande mal hier irgendwo. Oh Mann, nee, da oben. Da brauche ich ja ewig, bis ich da bin. Okay, das kann jetzt wehtun, aber es muss sein. Bleib hier. Komm! Au! Ich glaube, er hat mich erwischt. Ich glaube, der isst mich gerade auf. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mitgezogener Wache. Ah, okay. Es war ein Special Move, den man leider nicht sehen konnte. Na gut. Okay, wunderbar. Dann ist der Drache jetzt in the ass. Schauen wir mal, was wir hier finden. Einen orkischen Streitkolben. Das ist ja gar nicht mal schlecht, das Ding hier. Das scheint ja fast wieder besser zu sein als mein Schwert. Meine Güte. So, die Drachenschuppen und die Drachenknochen nehmen wir natürlich auch an uns. Und die drücken wir auch gleich wieder der Lydia in die treuen Hände. Lydia, wo bist du? Halt, bleib hier. Ich muss mal mit dir reden. Ich gebe euch Deckung. So. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. So, jetzt habe ich wieder eine Drachenseele aufgenommen. Wo haben wir es denn hier? Das wollte ich dir geben alles, ne? Ich will es doch gar nicht ausrüsten. Moment. Ah, geben. R. Nimm das mal an dich, junge Frau. Gut. Ihr geht vor, ich folge. Natürlich. So, jetzt habe ich hier eben einen Streitkolben bekommen, der mir sehr stark erscheint. Er hat einen Schaden mehr als der Drachenfluch. Und, nee, aber wenn ich mir hier den Wert allein schon anschaue, da ist das Drachenfluch schon deutlich besser noch. Schade. Na gut. Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Jo. Irgendwas dagegen? Also. Dann begeben wir uns mal weiter in Richtung Zauberschule. Was ist das denn? Oh, ein totes Mammut. So, hier sind wir richtig, glaube ich. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Ja, was willst der du denn? Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Okay. Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ja. Fragen wir doch mal ganz treu doof. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte eigentlich Zaubersprüche kaufen. Humor ist hier oft Mangelware. Aber ich spüre, dass ihr vielleicht mehr als nur das sucht. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Ah. Gut, versuchen wir es wieder mit Obi-Wan. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Gut, die ist also komplett humorbefreit, die Frau. Funktioniert es jetzt dann beim zweiten Mal? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Gut, dann, was wäre denn das für eine Prüfung? Der Feueratronach ist ein wichtiger Begleiter für jeden, der sich auf Beschwörung verlässt. Wenn ihr einen herbeirufen würdet, würdet ihr einen Nachweis für eure Kenntnisse erbringen. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Mann, die regt mich auf. Kann ich nicht irgendwie anders da reinkommen? Ich will jetzt nicht irgendwie so einen doofen Zauberspruch kaufen.
Willkommen an der Akademie Oh, die kann man auch was verkaufen. Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Hat die vielleicht sogar so einen Spruch? Nee, die ist auf Zerstörung spezialisiert. Verdammt. Verkaufen kann ich ja offensichtlich auch nichts. Mist. Gut, dann, muss ich wohl zahlen, oder? Oder versuchen wir es mal mit Totquatschen? Die einzige Gruppe im Himmelsrand, die noch die arkanen Künste studiert. Auch andere studieren, gewiss, aber nur privat und oft nur im Verborgenen. Ach, rutsch mir den Buckel runter, also. Nein? Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer. Gut, also dann versuchen wir es halt auf die Tour. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Ich wirk dich gleich, von wegen wirken. Okay. Gönnen wir den jetzt schon automatisch, ja? Da ist er ja, ne? Genau. Ja, dann legen wir den mal auf unsere linke Hand. Und drücken ihr den rein. Die ruhmreichen Tage von Winterfest vorbei sein. So. Aber die Akademie steht immer noch. Reicht es? Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Sehr gut gemacht. Ja, wunderbar. Das heißt, ich stelle hier mal lieber wieder meinen Heldenmut ein. Wo war der? Ich vergesse es immer wieder. So, Mädel, vorwärts. Ich will da rein. Ah, knapp daneben, was? Na, ich gehe einfach mal vor, das dauert mir wieder viel zu lang. Uiuiui. Uiuiuiui. Also, falls ich mich mal umbringen will, weiß ich, wo ich hingehe. So, da sind wir ja. Endlich. Jetzt soll ich hier irgendwie eine Mirinda, Mirbella, bla 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 sprechen? Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Mirabelle, genau. Ja, natürlich. Spreche ich doch mal mit dir kurz. Hallo? Willkommen an der Akademie. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viel... Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Nee, du führst mich jetzt nicht rum. Stiefel hinzugefügt. Novizen, aha, okay. Jetzt bin ich wohl aufgenommen. Sehr schön. Bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution. Ja, du interessierst mich bloß gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich guck jetzt mal hier ein bisschen rum. Irgendwo wird es ja wohl hier Zaubersprüche zu kaufen geben, oder? Wo geht's denn dahin? Ah, gehen wir mal rein. Halle der Bekräftigung klingt doch ganz gut. Ich will nur mal schwer hoffen, dass ich hier wirklich Illusionszauber herbekomme, weil... Hallo? Niemand zu Hause? Lydia, jetzt hast du mich aber ganz schön erschreckt. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Verkaufst du was? Ihr könnt mich sehen? Ja. Verflixt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Oder wenigstens durchsichtig. Ah. Das ist ja mal ein Traum. Werft einen Blick drauf. Perfekt, genau den gefunden, den ich brauche. Es ist ja ein Traum! So, besänftigen. Jetzt müssen wir mal gucken, aber der hat ja auch so tolles, hat er ja auch nicht. Oh Mann! Der hat ja auch nur Schmarrn. Ich glaube, ich kotz! Das kenne ich ja alles schon. Besänftigen.
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich es besänftigen schon kann. Bis zum nächsten Mal. Aber das wird mir nichts bringen, schätze ich. Na gut, besänftigen könnte ich kaufen. Ja, schön. Naja. Soll ich das nehmen? Naja, dann nehme ich das halt mal. Ich hab doch genug Kohle. Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Ja, zu Recht.